Hagenbecks Nachwuchs entwickelt sich prächtig. Mit 5 Monaten sind die Bärenbrüder Wanja und Mischu munter und ewig hungrig. Von der Muttermilch entwöhnt, erwarten sie ihre tägliche Mahlzeit. Orangen, Erdbeeren und Chicorée stehen dabei ebenso auf dem Plan wie Heringe, die Tierpfleger Uwe Fischer ihnen liebevoll zuwirft. Auf Kamtschatka beginnt um diese Zeit das Eis zu schmelzen. Dann kriegt die Bärenmutter sich aus der Höhle heraus und geht mit ihren Jungen auf Wanderschaft. Zu diesem Zeitpunkt sind die Bären ungefähr so groß wie Wanja und Mischu und können der Mama schon ganz gut folgen. Diese marschiert dann Richtung Flussmündung, wo sie auf die Lachse wartet. Die erste fette Nahrung nach der Winterruhe. Diese brauchen sie dann auch, denn so ein Bär verliert ungefähr die Hälfte seines Gewichtes während der Winterruhe, wenn er nicht nur sich selbst, sondern auch seine Kinder versorgen muss. Die Mutter bringt ihren Jungen auch bei, wie man Lachse aus dem Wasser fischt. Das Interessante daran ist, dass jedes Tier die eigene Fischfangtechnik an die Jungen weitervererbt. Besonders spannend ist diese Tatsache für die Freilandforscher, die anhand der Fischfangtechnik die Familienzugehörigkeit feststellen können. Einige Bären springen kopfüber vom Felsen ins Wasser und versuchen, die Lachse mit dem Maul zu greifen. Andere stehen am Ufer und schlagen die Lachse mit der Kralle an Land. Wiederum andere sprießen sie auf, wie mit einer Harpune. Und so gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Techniken. Die Situation in Russland ist nicht besonders vielversprechend. Auf Kamtschatka gibt es nur noch 10% des ursprünglichen Bestandes. Das größte Problem ist die Lachsmafia, die die Lachse bereits vor den Flussmündungen abfängt, um an den Kaviar zu kommen. Die Bären stehen dann nach der Winterruhe an den Flüssen und warten vergeblich auf ihre fette Beute. Das ist momentan das größte Problem neben Holzeinschlag, also dem Lebensraumverlust, Öl- und Goldsuche und natürlich der Bejagung der Bären. Um diese wunderbare Unterart nicht aussterben zu lassen, hat sich der Tierpark Hagenbeck entschlossen, diese nicht nur zu halten, sondern auch zu züchten und bemüht sich darum, in Zukunft ein Erhaltungszuchtprogramm in Europa aufzubauen.